liebe MyTischTennis.de User, zum ersten Mal nach knapp 2 Monaten wird Marlon in dieser Woche wieder die große Tischtennisbühne betreten. Der Olympiasieger gehört zu den Top-Profis, die vom 19. bis 23. Januar in den WTT Champions Stars of China in Macau teilnehmen werden. Das Turnier gehört nicht zur offiziellen WTT-Serie, demnach gibt es auch keine Weltranglistenpunkte zu vergeben. China schickt ein hochkarätiges Team mit 7 Topstars ins Rennen, darunter auch Xu Xin, Fan Sendong, Chen Meng, Sun Yingsha und viele mehr. Deutschland hingegen ist von Montag bis Donnerstag zum dritten Mal Schauplatz eines WTT-FIDA-Turniers. 130 Athleten spielen im WTTZ in Düsseldorf um ein Preisgeld von $20.000. Zuletzt grassierte das Coronavirus auch im WTTB-Team. Bei Benedikt Duda stellte sich ein Antigen-Schnelltest zwar noch als falsch positiv heraus, bei Sabine Winter, Franziska Schreiner, Fan Bo Meng und Leighton Ullmann wurde eine Infektion nachgewiesen. Auch Haie Köpfe und Lea Lachenmeier erhielten ein ärztliches Startverbot. Patrick Franziska geht bei den Herren als topgesetzter Spieler ins Rennen. In der Qualifikationsrunde am Montag kämpft zunächst die deutsche Nachwuchsriege um einen Platz im Hauptfeld. Spannend wird es bis zum Wochenende auch in den europäischen Vereinswettbewerben. Während Borussia Düsseldorf und der 1. FC Saarbrücken mit ihren klaren Hinspielsiegen über Gialdovo und Enbon beste Chancen auf das Halbfinale besitzen, steht der TTC Neu-Ulm nach dem 0:3 gegen UMMC im Rücken zur Wand. Das Viertelfinale ist für den Königsklassen-Neuling allerdings schon ein großer Erfolg. Die Mission Titelverteidigung geht auch der TTC Berlin Eastside an. Das Team von Nina Mittelham ist im Aufeinandertreffen mit den Tschechinnen aus Kolonien der große Favorit. Und auch in der Tischtennis-Bundesliga kommt es am Freitag und Sonntag zum nächsten Showdown. Nachdem Rekordmeister Düsseldorf in Bergneustadt seine erste Niederlage seit einem Jahr einstecken musste, geht es für Christian Karlsson und Co. am Freitag gegen Ochsenhausen weiter. Die Tischtennisfreunde laufen ihrer Form derweil weit hinterher und sind mittlerweile auf Rang 6 abgerutscht. Für Grenzau und Bad Homburg wird die Luft im Abstiegskampf dagegen immer dünner, nachdem der SV Werder Bremen zuletzt 2 Siege in Folge einfuhr. Die Norddeutschen sind am Sonntag beim 1. FC Saarbrücken zu Gast. Wir halten Sie mit Ansetzungen, Ergebnissen und Berichten auf www.meintischtennis.de natürlich auf dem Laufenden und wünschen Ihnen eine sportliche Woche.